Hey Kinders, was geht bei euch ab? Hier ist das erste Update-Video zu The Walking Dead No Man's Land. Wir sind jetzt, ich glaube sogar schon voll, fast voll. Die neuen Missionen haben angefangen, das heißt, man kann jetzt wieder Sternchen sammeln. Einige haben schon kräftig gesammelt, wie man hier sehen kann. Kixius, Rob the Bob, The Gaming Code sind schon mit am Start. Der Rest, darunter auch ich, haben noch nichts. Ich konnte heute noch nicht spielen. Sobald der Clan voll ist, werde ich jemanden befördern und dann haben wir alle so ein bisschen das Auge drauf, wer aktiv und wer nicht so aktiv ist. Und inaktive Leute werden dann wieder gekickt, damit andere, die auch reinkommen wollen, eben mit dazukommen. Hier ist auch direkt der Chat. Was haben wir denn hier gerade? Ich bin jetzt bei Kapitel 5 gerade, aber die Herausforderung für ein paar Sternchen. Nice, ich auch. Bekomme ich Fernwaffen einfach so irgendwann? Ja, die kriegt man irgendwann. Immer einfach weiterspielen, die Sachen kommen von ganz allein, auch irgendwann die großen AK und hin und her. Jetzt haben wir 24 Sterne mehr, sehr nice, sehr nice. Wie bekommt man diese Sterne? Du gehst einfach hier auf Mission und jetzt dann hier auf Herausforderung, das siehst du schon. Das geht 4 oder 5 Tage lang. You earned a head start. Gut. Ja, nice. Und hier sieht man jetzt, dass du sogar das Doppelte an Sternchen bekommst. Wir haben schon 46, man klickt dann einfach da drauf und beginnt die Mission. Zur Aktualisierung meiner Base sei noch zu sagen, ich habe jetzt die Gebäude ziemlich krass verbessert. Und habe so gut wie alle hochtrainiert, wie ihr hier sehen könnt. Moment. Hier, also meine Hauptfiguren sind eigentlich fast alle auf Stufe... Nee, doch nicht. Und die, die im Außenposten sind, das kann ich dann auch gleich zeigen. Ich habe mittlerweile das Level für den Außenposten erreicht. Die sind auf 5, 5 und 6. Ich bin hier bei den Aufrüstgeschichten im Moment dabei, dass ich ja die besonderen Waffen aufrüste, dass die eben dann statt der gammeligen Waffen gespielt werden können. Das gleiche mache ich auch gerade bei den Klamotten. Man sieht ja zum Beispiel, dass Tony jetzt diese neue Klamotte anziehen kann, die deutlich besser ist. Man kann hier schon sehen, dass es zum Beispiel auch für die Lilly eine neue Wumme gibt. Zack. Und hier drüben war noch, genau, für Martin habe ich auch noch was Schickes am Start hier. Zack. Dann ist mein Außenposten besser geschützt. Und auch die April darf noch was Schönes haben. Ich empfehle euch in den Außenposten aber auch mindestens einen schießenden Menschen reinzusetzen. So ist es also eine recht gute Aufteilung. Und das führe ich euch jetzt mal zuerst vor. Hier Außenposten, da könnt ihr sehen, dass ich meinen Außenposten ganz neu erstellen kann. Das habe ich extra noch nicht gemacht, damit ihr dabei zugucken könnt. Wenn ihr bei eurem Haupthaus Level X erreicht habt, seid ihr soweit für einen Außenposten. Größere Außenposten bieten mehr Platz für Verteidiger, bla bla bla. Man kann am Anfang nur diesen kleinen Lake-Außenposten wählen. Hier sieht man ja, man braucht Stufe 2. Auswählen. Mit dem Pfeil blätterst du im Plan. Füllt den Außenposten automatisch mit deinen Verteidigern und dann bei Abschließen schließt man die ganze Chose eben ab. Hier kann ich jetzt praktisch den Anfang schon mal verändern, wo die Gegner starten. Die Gegner starten hier und müssen dann sich hier durchkämpfen, um dann meinen Kram zu klauen, meine Flagge zu deaktivieren, beziehungsweise hinunterzureißen und so weiter und so fort. Ich mach's am Anfang jetzt mal so. Nee. So mache ich's. Den Mittelpunkt werde ich, glaube ich, so lassen, wie er eben war. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Und das hier mache ich auch so. Jetzt kann man die Verteidiger auf Knopfdruck hin und her platzieren. Da gibt es dann auch ein paar vorgegebene Dinge. Ich habe am liebsten alle hinten, beziehungsweise den mit dem Schild vorne. Diese Aufstellung hier zum Beispiel bevorzuge ich oder finde ich nicht schlecht. Die Leute kommen rein, kämpfen gegen den, er schießt, er kommt angerannt und so weiter. Dann schließe ich das Ganze ab. So. Jetzt habe ich einen Außenposten, man kann hier ins Protokoll reingucken, wenn du angegriffen wurdest, ob du gewonnen hast und oder eben verloren. Top-Spieler und Seasons, bla bla bla, mit Belohnungen. Und jetzt überfalle ich einfach mal einen Außenposten, damit ihr seht, wie das so läuft. Dabei bezahlt man einmalig ein paar Kisten und kann dann loslegen. Und es kostet halt noch zusätzlich 2 Sprit. So, die sehen ja ziemlich machbar aus von ihren Skills her, aber ich muss mich erstmal bis zu ihnen vorkämpfen. Man hat nämlich auch Beißer bei sich drin, so. Bla 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 bla, ja 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 ja, man kann sich verstecken hinter Objekten. So, ich mach die hier oben down, die sind close. Oh, da kommt noch einer sehr close, alles klar. Und jetzt geh ich langsam vor, die können sich hinter Ecken verstecken, die Zombies. Ich bleib erstmal so auf Horchposten. Läuft, ist da noch was? Sag bloß, da ist keiner. Das glaube ich nicht. Oh doch, da ist kein Zombie mehr. Gut, dann stelle ich mich schon mal passend auf, Runde beenden. Und hol die Flagge. Somit haben wir die Flagge schon mal geholt. Ich gehe hier weiter vor. Taktisch finde ich es ziemlich klug, wenn man sich am Tor platziert. So. Und dann jetzt nochmal eine Runde beendet, um jetzt dann das Tor aufzumachen mit einem und dann halt mit den anderen zwei noch was machen zu können. Sobald man die Tür öffnet, geht der Alarm los. Von hinten kommen dann Runde für Runde eben die Zombies angepirscht. Ich natze erstmal den Scharfschützen von ihnen. Ja, ja, ich weiß, man kann sich verstecken. Ist in Ordnung. Boom. Jetzt habe ich hoffentlich, jawohl, kritischer Angriff. Ich habe hier nämlich... Er blutet. Ich könnte ihn jetzt heilen. Aber dann setzt er die Runde aus, beziehungsweise das zählt als gespielt. Oh shit. Don ist gleich down. Aber es ist nicht schlimm, wenn er hier zwischendrin stirbt. Ich robbe jetzt einfach diesen letzten Spieler down. Ich gehe ein bisschen von den Zombies weg. Und natze ihn hier endgültig kaputt.
Ja, Daryl bekommt jetzt halt voll auf die Fresse. Was soll der Geiz? Und jetzt kann ich hier gleich den letzten Zug machen. Ich lasse Daryl noch ein paar Leute killen, um eben die Sachen einzusacken. Diese Ehre-Punkte oder was es ist. XP. Und dann öffne ich die Kiste. Und schon sind wir fertig. Klar, ich habe jetzt einen Mann verloren, was jetzt nicht so ultra gut ist. Aber das ist in dem Fall nicht so tragisch. Es geht, glaube ich, nicht in die Wertung rein. Und jetzt kann ich hier im Protokoll sehen, dass ich hier bei einem Plünderer-Einsatz gewonnen habe. Und was ich gewonnen habe. 181 Kisten und 70 Schmarrn. Hier unten könnte man dann seinen eigenen Außenposten wieder verändern und so weiter und so fort. Was dazugehört, ist hier unten die Beißergrube. Wie man hier, hoppala, sehen kann. Bei mir gibt es jetzt auch 6 Zombies, so wie bei dem anderen eben. Man kann aber auch noch gepanzerte Zombies haben, man kann Kolosse haben und so weiter. Diese Upgrades kosten ja keine normalen Ressourcen, sondern die Kisten. Ich kann jetzt meine vorhandenen Beißer verbessern. Hinzufügen kann ich erst, wenn ich die Beißergrube auf Stufe 3 habe. Ich werde jetzt mal einen Koloss fangen, damit er mit drin ist. Habe ich genug? Ne, 5. Doch, ich habe sogar genug. Ich fange einen Koloss, damit die richtig abgefuckt werden da drin. So, jetzt habe ich einen Koloss bei mir in der Butze. Gepanzert, dafür habe ich jetzt gerade nicht genug Cash, aber ich kann auch nochmal hier einen normalen Zombie verbessern oder die normalen Zombies verbessern. Das mache ich jetzt auch, damit die Angreifenden einfach Schwierigkeiten haben, durchzudringen. Euer Außenpostengebäude gibt auch immer wieder ein paar Kistchen ab. Also man kann hier sehen, ja, Produktion 50, Lagerplatz 400. Läuft. Ich kann hier noch jemanden trainieren, wahrscheinlich die Außenpostenleute da hinten, genau. Morten ist jetzt dran. Und jetzt werde ich zu guter Letzt einfach nochmal ein paar Sternchen holen, damit ihr nochmal richtig in Ausführung seht, wie es funktioniert. Daryl werde ich jetzt schnell heilen und den Rest tausche ich aus. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mich fast ausschließlich auf schießende Leute spezialisiert. Und jetzt holen wir mal ein paar Sternchen für die Gilde. Es freut mich extrem, dass es so gut bei euch ankommt, dass ihr auch alle reinkommt und, wow, und hin und her. Das ist wirklich eine geile Sache, weil wir da zusammen was am Laufen haben. Insgesamt sammelt man sehr oft Vorräte, beziehungsweise muss einfach alle Viecher killen. So, da haben wir nochmal einen Bomberman. Oh shit, noch ein Bomberman. Gut, gut. Da gehen wir mal kurz aus dem Radius raus. Daryl öffnet da oben die Case. Den einen habe ich jetzt hier verdeckt. Naja, kommt der nicht her? Oh, der kommt gar nicht her. Mal gucken, da ist er. Zack, zack. Daryl, nochmal nach da vorne. Hier ist nichts Brauchbares. Oh, shit. Und nun begeben wir uns zum Ausgang. Na gut, da werden jetzt gleich ziemlich viele kommen. Denn der Timer ist jetzt abgelaufen. Daryl kann die alle natzen, das ist gut. Okay, ja. So, so, Rabbit, hoch, Tusnelda, kill ihn hier, zack. Ah, da haben sie den Daryl nochmal angeschnitzelt. Jetzt sind wir raus und haben, ah doch, alle Punkte bekommen keinen Schaden. Wenn man minimalen Schaden hat, dann zählt das nicht als Schaden. Hätte ich jetzt etwas mehr Schaden bekommen, würde ich weniger Sternchen bekommen. Video ansehen, ganz klar. Was haben wir hier noch? Na, gut. Oh, 6 Sternchen erreicht, sehr schön. Wuhu. Ein fettes Gewehr, nice. Jetzt seht ihr hier, volle Pulle, die Sternchen ergattert. 52 Sterne hat die Gilde schon gesammelt. Ich stehe jetzt also auch hier mit drin. Werde jetzt aber noch geschwind mal in die Mission reingucken. Oh, mein Beißer ist verbessert, sehr, sehr gut. Und dann werde ich jetzt einfach noch die Mission hier machen. Da bin ich jetzt gerade bei Kapitel 6 anfangen. Vom Level her passe ich gut rein. Sollte also kein großes Problem sein, oh. Guck mal, der Robert, wie er guckt. Mm, shit, Robert ist so pissed right now. Erreiche den grün gekennzeichneten Ausgangsbereich, okay. Hier. Oh, shit. Nein, Katie wird gestunt. Ah, doch nicht. Gut, gut, ja, 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 gut. Ah, ich kill lieber den Stunden, anstatt hier gestunt zu werden. So und so und so. Und jetzt macht die Kätel noch den da vorne. Und der Rapper den da. Und der Dösel. Oh shit, da haben wir noch einen dicken. Wir haben noch 2 dicke. Okay, okay, lass mich ganz kurz mich richtig hinstellen. Hier hin. Ist es von hinten auch ein dicker? Nein, okay. Wir gehen lieber auf die Erfahrungspunkte. Anstatt auf ein schnelles Ende. Nein! Sie sind echt bei Robert da noch angekommen. Ich fasse es nicht. So, kritischer Treffer direkt auf den Fetten drauf. Boom, killt den anderen auch. Sehr schön. Und jetzt werde ich auch nochmal ganz genüsslich die da hinten wegnappeln und mit ihm schon mal vorgehen. Jetzt haben wir die maximalen Punkte, denke ich, hier erreicht. 19 Beißer umgebracht. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ein weiteres Gewehr, sehr gut. Werbung. Und was haben wir da? Na, ah, immerhin. Soweit zum Update von The Walking Dead. Ich schreibe mal eben in den Chat. Ihr seid alle im Video. Hier auch nochmal die Gilde, dass ihr das sehen könnt, wer da alles mit dabei ist. Guck mal da, das sind super Leute. Das sind super Leute drin. Mhm. Zicke hoch 10. Pff, läuft.
Achso, und übrigens, man kann auch direkt hier auf Herausforderung drücken, dann ist man auch in dem Herausforderungsbildschirm. Als Gilde bekommen wir dann auch Truhen, ne? Wenn wir das schön machen, dann läuft irgendwas voll und wir bekommen dann so eine Gildentruhe und sowas. Es lohnt sich also, reinzukloppen. Gerade jetzt, wo es verdoppelt ist. Also ich werde später noch ein bisschen spielen. Was haben wir hier? Okay. Guck mal, wir haben insgesamt schon 1235 Sterne gesammelt. Das soll uns mal jemand nachmachen. Stelle deine Gilde vor und finde mehr Mitglieder. Ich glaube, da brauchen wir keine... Spätestens nach dem Video sind wir wahrscheinlich voll. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Durch die letzte Folge, durch die Playlist und mein Gesicht.